Leopold Steinbichler vom Team Stronach ist nun an Bord. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerinnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseher auf den Tribünen und an den Fernsehgeräten. Würde am Ende des Lebens, wann beginnt das Leben und wann endet es? Es ist schon herausgestellt worden, diese wichtige Enquete und diese wertvollen Beiträge und Experten, die sich dort geäußert haben. Aber beginnt das Leben bereits am Ende, wie es der Kollege Markus Franz sehr eindrucksvoll und sehr qualifiziert darstellen wollte, beginnt oder endet das Leben mit einem Flugzeugabsturz, wo 16 Schülerinnen und 2 Lehrer mit Losentscheid gewonnen haben und leider in den Tod gestürzt sind? Oder endet das Leben durch Krankheit oder wie bei meiner Großmutter, von meiner Frau mit 93 in Würde? Und als einer der betroffenen Kolleginnen und Kollegen, der hier steht und mit 6 Jahren erkennen musste, was es heißt, wenn die Mutter zum Schulanfang eingeliefert wird ins Krankenhaus zur Totalamputation der Brust, der weiß, was es heißt, keine gesunde Mutter zu kennen, mit 49 Jahren die Schwester verloren hat, glaube ich, sollten wir dieses Thema ein bisschen ernsthafter diskutieren und in keinster Weise daraus politisches Kapital schlagen. Hier geht es tatsächlich um das Leben. Und weil die Frau Kollegin Fechter gestern gesagt hat, ich komme vom Land und darauf bin ich stolz, aber wir sind nur 5 Kilometer entfernt. Bei uns am Land gibt es einen Spruch, glaube ich, der das ganze Thema trifft. Der Gesunde hat 1000 Wünsche und der Kranke hat einen. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist gescheit, wenn man das in einer Enquete bearbeitet mit wissenschaftlichen Unterlagen und wissenschaftlichen Studien, das ist klar. Das kann helfen, dieses Thema zu bewältigen, aber die Betroffenen müssen es meistens im Familienkreis, in ihren eigenen Familienbanden, in dieser Struktur, die dann stärkt und stützt, lösen, besonders wenn es so wie bei uns auf einem Bauernhof ist, wenn dann jeden Tag der Kommentar kommt von der leidenden Mutter, die sagt, ihr habt so viel Arbeit, ich kann euch nicht helfen, ich belaste euch nur. Oder wenn es dann bis zum Alleinstehenden geht, der mit dem Schicksal alleine fertig werden muss. Und dann ist es natürlich gut, wenn die Betreuung haben, wenn die begleitet werden. Aber ich denke, und das, glaube ich, wollte auch der Kollege Markus Franz ganz deutlich zum Ausdruck bringen, von der Geburt über die Bildung, über den Beruf, von der Krankheit, über die Gebrechen bis zum Wohlstand und vielleicht bis zum Ableben in hohem, würdigen Alter. Und deshalb sollten wir, das ist gestern auch zum Thema gekommen und darf noch einmal wiederholen, weil auch die Frau Familienministerin noch da ist. Wir schaffen es ja nicht einmal, dass wir diesen Selbstbehalt für die Kinder, die durch Krankheit in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, wegbringen. Nicht einmal die glänzenden Ansätze, wo es schon beginnt. Und ich glaube, besonders bei den Kindern sollten wir diese 17 Millionen nicht anschauen, dass man endlich einmal mit notwendigen Reformen hier Kapital freispielt. Und der Kollege Loack hat es angesprochen, bei den Finanzausgleichen, um hier im ländlichen Raum, das ist ganz wesentlich, wir haben dort die schlechteren Strukturen, weil der ländliche Raum auch durch die Entwicklung der letzten Zeit ausgedünnt wurde, die Mittel bereitzustellen. Der Kollege Auer ergreift hier immer wieder das Thema, dass hier ein gerechter Finanzausgleich kommen muss zum urbanen Raum. Und ich möchte vielleicht abschließend sagen, wenn wir diese Würde des Lebens, egal in welcher Position, egal in welcher Funktion, wirklich mit dem nötigen Respekt diskutieren, mit dem nötigen Respekt in der parlamentarischen Diskussion behandeln, glaube ich, können wir hier ganz was Großartiges bewegen, und zwar nachhaltig. Und deshalb, Frau Präsidentin, darf ich auch bitten darum, die Meinungsfreiheit der Redner gelten zu lassen, weil nur auf einer möglichst breiten Diskussion ist es möglich, neue und faire Lösungen zu finden. Ich bitte um diese würdige Diskussion für die Würde des Lebens.